Willkommen zurück in Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir sind im Quest Aemons Island. Wir sind nämlich zuletzt zur Festung gekommen. Wir sind Lord Besim, dem Führer der Farlangi, nach Aemons Island gefolgt und der verlassenen Feste hier wimmelt ist von seinen Gefolgsleuten. Wir müssen herausfinden, warum er hier ist und was er plant. Und genau deswegen sind wir hier. Die Kapelle dürfte nicht mehr weit sein. Ja, ich bin auch gespannt, was da jetzt so wieder mal auf uns lauern wird. Hier, kommt alle. Kommt alle. Was mag meine Mutter wohl gefunden haben, als sie hier war? Sie war auf der Suche nach einem Heilmittel, nach Antworten. Nichts davon dürfte für Besim von Interesse sein. Besim. Ich fürchte, er ist bereits wieder fort. Und wir wissen immer noch nicht, was er hier wollte. Hoffe nicht, dass es so ist. Die Farlangi? Ich habe mir Gedanken über sie gemacht, seit wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Sie tragen den Namen des legendären Magiers Farlang. Ich weiß nur nicht, warum. Mal gucken, ob der Typ da auf uns wartet. Könnte ich mir vorstellen, dass... Seht nur, die Kapelle... Vorsicht! Was? Immer mehr. Du stehst da gerade ein bisschen sinnlos rum. Und ich sehe nichts. Hui, okay, Wand. Dieses Was? Wandgemälde. Ich muss es mir genauer ansehen. Wenn ich mich nicht irre. Was? Wo gehst du denn gerade hin? Wo bist du denn? Ach, du bist da oben. Ach, das Wandgemälde. Ich bin noch gar nicht so weit. Was haben wir denn hier erstmal? Untersuche Überlieferung der Kriegsgeweihten. Die Geburt der erstgeweihten König Aemon steht vor dem Tor der Erathi, während sein Sohn Aegon kniet. Der dritte Erstgeweihte in dieser Szene, Kerwin, streckt ihren legendären Speer in die Höhe. Soll uns das vielleicht mit dem Gemälde jetzt helfen? Hier räubern wir mal erstmal den Neskaru ab. Hier noch mehr. Der zweite Ansturm, der erste Pakt zwischen Magiern und Neskaru, Agards Verrat und der Sieg in Kerwins Gambit. Agard? Aber das ist Agard, nicht Agath. Okay, hier kann man wieder zurück, das wollen wir aber gerade nicht. Ah, hier ist noch eine Kiste und noch das. Der zweite Ansturm, der erste Pakt zwischen Magiern und Neskaru, Agards Verrat und der Sieg. Okay, ja. Mittel. Machen wir mal auf. Oh, okay, das war's. Ich habe keinen Dietrich mehr. Blöd. Das ist blöd. Ich brauche Dietriche. Dann gehen wir mal zu ihr und fragen mal nach oder gucken mal nach. Gucken uns auch mal hier das tolle Gemälde an. Das ist es. Besims gesamte Pläne. Hier in den Aufzeichnungen unserer eigenen Geschichte. Das Wandgemälde erzählt von dem Magier Farlang, der sich selbst zum König der Neskaru machen wollte. Und davon, wie Aegon ihn aufhielt. Besim glaubt, er könnte Erfolg haben, wo Farlang scheiterte. Und er hat möglicherweise recht damit. Aber warum war Besim dann hier? Weil er das Wissen, das er benötigte, an keinem anderen Ort erlangen konnte. Alles, was er braucht, ist hier beschrieben. Bis ins kleinste Detail. Farlang? Besims Lakaien nennen sich selbst die Farlangi. Genau wie es Besim jetzt tut, hatte der Magier Farlang einst verfluchte Artefakte zusammengetragen und mit ihnen eine Reihe niederer Neskaru beschworen. Versteht ihr? Besim folgt jedem Schritt von Farlangs Weg. Aha. Wir werden
Ja, dann ist er uns weit voraus, wir werden ihn aufhalten. Ich denke, das müssen wir auch. Farlang hatte versucht, einen Niskaru-Lord aus seinem Gefängnis in den Bergen zu befreien. Mit einer derartigen Macht im Rücken wäre er unbesiegbar gewesen. Und Besin versucht es, Farlang gleich zu tun. Also müssen wir wie Eagon sein und ihn aufhalten. Niskaru-Lord? Ein Geschöpf des Chaos mit gewaltiger Macht. Wenn es auf die Welt losgelassen würde... Aber das darf nicht geschehen. Niemals. Gegen so einen haben wir doch aber schon gekämpft. Aber Farlang hat versagt. Welche Hoffnung bleibt uns dann? Aber Farlang hat versagt? Ja, das ist er. Dank des mystischen Hammers, geschmiedet von Eamon für seinen Sohn Eagon. Er allein konnte Farlangs Zauber brechen und den Niskaru-Lord wieder in sein Gefängnis verbannen. Ich weiß zwar von ihm, jedoch nicht, wo er sich befindet. Doch dabei könnte uns Delfric weiterhelfen. Kehr zur Schildringfeste zurück. Ich werde zur Eisenhagfeste in die Türe reisen und so viel wie möglich über ihn herausfinden. Trefft euch dort wieder mit mir. Alles klar, wie kann ich diesen Hammer finden? Der mystische Hammer gehört zu den wenigen alten Relikten, die in unseren Archiven erwähnt werden. Ich bin mir sicher. Geht zur Schildringfeste und sprecht mit Herold Delfric. Er kann euch helfen, ihn zu finden. Ich werde in der Zwischenzeit versuchen, in Eisenhag so viel wie möglich herauszufinden. Trefft euch dort mit mir, sobald ihr den Hammer habt. Okay, nochmal was über Eomons Eiland? So viel Erhabenheit, die nun in Trümmern liegt. Stellt euch nur mal vor, wie das alles gewesen sein muss, als es noch prachtvoll und neu war. So wie eigentlich überall in Amalur, ja. Aber nochmal das Gemälde angucken, weil wann ist man schon mal hier? Ist schon cool gemacht, interessant. Tja, Dann gehen wir jetzt mal raus. Leider kann ich die Kiste nicht öffnen ohne die Dietriche. Hoffe, da war jetzt kein goldenes Set-Teil drin. Das ist dann immer etwas ärgerlich. Wir können wieder zurückreisen. Ich glaube, das kriegen wir auch per Schnellreise hin. Oder nicht? Achso, ich muss dann dahin. Na gut, dann gehen wir mal runter. Tülü. Wow! Erschreckt mich nicht so. Okay, sie ist auch wieder dabei. Ja, dann bringen wir uns mal wieder zurück. Da seid ihr ja. Ist es Zeit, zurückzukehren? Ja. Und da seid ihr euch wirklich sicher? Ich bezweifle, dass wir dieses Ufer je wiedersehen werden, wenn wir erstmal fort sind. Ja, ich bin bereit. Dann brechen wir auf. So, wieder zurück. Das ist jetzt aber trotzdem irgendwie ganz woanders. Genau. Schnellreise muss sein. Wir wollen nämlich wieder in die Schildringfeste und die ist ganz, ganz weit weg. Denn wir wollen ja mit dem Delfric sprechen und der soll uns dann mal mit dem Hammer helfen. Mit dem Hammer. Neuigkeiten. Als ich die Nachricht von euren neuen Entdeckungen erhielt, habe ich sofort versucht, so viel wie möglich über den Alpha-Lord Anru Besin herauszufinden. Was habt ihr herausgefunden? Dass er ein wahrhaft mächtiger Mann ist. Ein Mitglied des Orbokant. Oder zumindest war er das, bis er den Vorschlag machte, die Niskaru im Krieg einzusetzen. Der Rat verlachte ihn und er verschwand. Begleitet von einigen der mächtigsten Magier Rathiers. Wir brauchen den Hammer. Ja, ich weiß. Er sollte sich in Eagons Gruft befinden. Doch leider Schildverpflichtete darf niemand unsere geheiligten Orte betreten, der unter dem Rang einer Eidklinge steht. Es gibt jedoch eine einfache Lösung für dieses Problem. Für eure Tapferkeit und Ehrenhaftigkeit verleihe ich euch im Namen der Erstgeweihten den Rang einer Eidklinge. Yeah. Nehmt dies als Zeichen dieser Ehre. Nun denn, die Gruft liegt direkt südlich von Alsohn. Sie lässt sich nur mit diesem Schlüssel öffnen.
Kommt nach Eisenhark, sobald ihr den Hammer habt. Okay, wo ist die Gruft gleich nochmal? Sie liegt an einem schmalen Pass direkt südlich von Alserund in die Türe. Der Schlüssel, den ich euch gegeben habe, öffnet sowohl ihre Türen als auch die viele anderer unserer Mahnmale und historischen Orte. Sobald ihr den Hammer habt, begebt ihr euch zur Eisenhark-Feste in Menetüre und trefft euch dort mit Gwyn Anvi. Die bestimmt dann da mit mir den ganzen Quest beenden wird. Mal gucken. Mystischer Hammer. Unsere Aufzeichnungen besagen, er sei für Eragon selbst geschmiedet worden. Kein anderer hat ihn jemals geschwungen und ich bin mir nicht einmal sicher, ob das überhaupt möglich ist. Das alles mag vergebens sein, aber ich schätze, es ist die einzige Hoffnung, die uns noch bleibt. Ja, okay, Eidklinge. Normalerweise ist dieser Rang schlachterprobten Veteranen vorbehalten. Außerdem gibt es üblicherweise auch eine Zeremonie, aber ich fürchte, das wird warten müssen. Ja, kein Ding, kein Ding. Und mögen euch die Erstgeweihten den Sieg schenken. Danke, ne? Wir machen uns dann mal auf den Weg und schwingen den Hammer. Der mystische Hammer, okay. Dann wollen wir den mal finden. Ach, das ist hier um die Ecke, oder was? Die Gruft. Na, dann müssen wir ja nicht so weit reisen, oder was? Oder müssen wir weit reisen? Doch, wir müssen sehr weit reisen. Ist ja klar, ist okay. Ja, aber wir hatten die Gruft schon mal gefunden. Das ist immer sehr, sehr gut. Fragt mich, ob ich da auch schon mal drinne war, oder... Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall einen guten Grund. Würde ich mal meinen. Dann gehen wir da doch mal rein. Ach doch, ja, ja, hier war ich immer. Hier stand auch immer so ein Soldat und dann konnte man nicht rein, weil man die Schlüssel nicht hatte und so. Ja, und dann gehe ich da natürlich auch nicht rein. Yeah! So, jetzt nehmen wir mal alles mit. Eragons Gruft mit Schlüssel geöffnet und so. Ja. Toll, ich habe schon wieder eine Kiste, die ich nicht öffnen kann, weil ich keine Dietriche immer habe, verdammt. Keine Dietriche haben ist scheiße. Ach Mann. So, und jetzt werden wir uns mit Gwyn treffen. Mal gucken, was die dazu sagt. Ach, ich war hier noch nie. Das ist ja krass. Dann müssen wir da ja hinlaufen. Das ist doof. Da habe ich gar keine Lust zu. Aber okay, das bedeutet, dass wir hier in der Wüste noch nicht genug waren. Nun stirbt nicht. Was sind wir jetzt? Wir sind jetzt nicht mehr so ein schildringfesten Kind. Wir sind jetzt irgendwie so ein Eidklingen-Ding, ne? Wir sind jetzt sowas Cooles. So, weißt du? Ich will hier, glaube ich, gar nicht langlaufen. Nein, ich will nicht nach oben. Ich laufe einfach die Straße entlang. Das dürfte ja nicht so schwer sein. Kürzen auch mal ein bisschen ab hier. Laufen ein bisschen schneller, Mädel. Ja, ja. Wenn es noch euch geht, dann wäre ich schon 100-mal tot. Würde die ja einfach alle in Ruhe lassen. Ich würde ja einfach mal vorbeilaufen. Die sind voll aggro. Das Gute ist, dass ich mittlerweile blind schießen kann. Nein, da möchte ich nicht langlaufen. Ich war auf dem Weg hier lang. Hier laufen wir einfach den Weg weiter. Genau. Und wenn sie nicht gerade hinter mir herlaufen, soll mir das egal sein. Wunderbar. Lauf mal weiter, weiter, weiter. Sonst kommt der andere auch noch gleich hinterher. Da habe ich gar keine Lust zu. So. Hier sind wir irgendwie noch nicht so wirklich lang gelaufen anscheinend. Machen wir das mal. Wir holen das jetzt nach. Dafür machen wir das alles hier, ja. Oh. Och, Leute. Narka-Zauberer oder so. Wo ist jetzt hier noch ein Versteck? Da.
Okay, nehmen wir auch nochmal mit. Dann weiß ich, dass ich das hier schon gemacht habe. Lauf mal weiter. Minitüre, okay. Schön, dass wir das jetzt haben. Hier sollen wir ja hin. Och, Mann. Ist ja schon tot. Hier ist auch noch ein Versteck. Ja, das ist okay. So, oh, und hier kommen jetzt dann auch wieder Ausrufezeichen. Hier gibt es wieder eine Nebenquest. Das nimmt ja irgendwie nie ein Ende. Und ein Singstein. Hatten wir den schon? Wenn ich hier noch nie war, dann hatten wir den natürlich auch noch nicht. Das ist ja cool. Hatten wir schon lange nicht mehr. Zunächst schuf er den Fluss im Bogen der großen Schlangenschlucht. Als er dieser Arbeit müde wurde, wandte er sich den Klippen, den Dünen, den Tiefen zu. So, und da oben soll sie warten. Hier vorne schon. Eisenhakfeste. Ist sie schon drinne? Die Hitze ist genauso tödlich wie die Jotun und die Spinnen. Ja, da hast du was gesagt. Eisenhakfeste, okay. Was man nicht noch alles entdecken kann, was man echt, also wenn man nicht diese ganzen Wege läuft... Dann, wo soll man das wissen? Das ist schon krass, wie viel es noch zu sehen gibt hier in diesem Spiel. Das ist unglaublich umfangreich. Oh, hier gibt's was zu lesen. Nee, schade. Okay, ach, hier. Lecker, Schwein. Falls jemand möchte. Ich nicht. Und Nebenquests, Aufgaben. Für den Fall, dass einem langweilig Kann werden ich euch sollte, helfen? Dann... Ja, wird man hier auf jeden Fall, sollte man befriedigt werden. Da ist sie. Eine glänzende Rüstung heißt nur, dass man sie noch nie benutzt hat. Ja, da ist auch wieder was dran, wobei man kann sie auch immer mal putzen. Ihr habt die Überreste des Hammers? Er ist... Ich hätte damit rechnen müssen. Er wurde in der Halle der Erstgeweihten erschaffen und muss dort, so denke ich, auch wieder neu geschmiedet werden. Die Halle ist nicht weit von hier, allerdings... Weiß ich nicht, was wir tun müssen, sobald wir dort sind. Die Halle liegt südlich von hier, hinter den Schluchten. Wir treffen uns dort. Okay, ihr geht sofort? Ja, ich... Die Zeit ist knapp. Ihr erreicht die Halle der Erstgeweihten in südöstlicher Richtung durch die Schluchten. Trefft euch dort mit mir, wenn ihr bereit seid. Ah, ich bin immer bereit. Eisenhakfest, willst du dazu nochmal was sagen? Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr hier. Sie ist noch immer so voller alter Bücher und staubiger Schriftrollen wie in meiner Erinnerung. Ja, aber ist doch schön, oder? Gewinnst Nachforschungen? Nicht all unser Wissen wurde auf Eamons Island zurückgelassen, um dort Staub anzusetzen. Ich habe herausgefunden, wo sich das Berggefängnis des Niskarulords befindet. Doch zunächst müssen wir uns um diesen Hammer kümmern. Das heißt, wir müssen zur Halle der Erstgeweihten. Mhm. Okay, Halle der Erstgeweihten? Der Legende nach war sie der Ort, an dem sich Eamon von einem Prinzen in den Ersten der Kriegsgeweihten verwandelte. Sie wurde in den Zeiten der Erstgeweihten zu einer Art Versammlungsort. Gut. Okay. Sehr, sehr toll. Wer ist das hier? Lirin Kynrik und wer... Na, sieh mal einer an. Du? Wer bist du? Guten Tag, Kriegsgeweihte. Werd ihr an den Diensten eines Gemmenschleifers interessiert? Gemmen entfernen. Da könnte man von den Fruchtschuppenstiefeln die jetzt wieder wegnehmen, was gar nicht mal schlecht ist. Die Leute finde ich nämlich nicht oft. Möget ihr eure Fassung finden. Ich merke mir den Typen einfach mal hier, weil oft... Wir bekommen hier in Eisenhag nur wenige Feinde zu sehen. Und wenn ich schon mal hier bin, warum nicht gleich ein paar so ein paar Dietriche kaufen? Kann man das nicht hier bei irgendwem? Kann ich das bei dir? Die Kriegsgeweihten sind mehr als nur Krieger, müsst ihr wissen. Ja. Aber ich bin mir sicher, ihr kennt die alten Geschichten über... Du bist kein Händler? Okay, ich sehe das manchmal immer nicht. Redet mit Adrit, wenn ihr einen Auftrag erfüllt habt. Kann man die so öffnen, die Truhen? Die hier auf jeden Fall schon. Okay. Ach, ich kann mit diesem Dings jetzt alle öffnen, oder was? Rechnung, ja, das hätte ich natürlich mal... Ich nehme den Brief hier mal mit. Vielleicht brauchen wir den ja noch für irgendeinen Quest, dann habe ich den schon. So, wo geht's jetzt hier wieder raus? Ich verirre mich hier ein wenig. Da geht's lang. Ganz viele Leute, die Hilfe wollen, jetzt aber gerade mal eben nicht. Da in der Ecke dürfte ein Händler sein. Da.
Dietriche, bitte. Ich bin hier die Quartiermeisterin. Sagt mir, was ihr braucht und ich sehe mal, was sich machen lässt. Alles klar. Einkaufen. Hast du ein paar Dietriche oder nicht so? Müsste die doch eigentlich haben hier bei dem ganzen Kram. Toll, Reparaturkit. Ja, super, aber ich möchte Dietriche. Shit. Okay, sie hat keine. Das ist blöd gelaufen. Trotzdem danke. Staub, Dellen und Narben. So läuft es ja, in Eisenbahn. Ja. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Da lang. Kann ich euch helfen? Nee, aber ich kann bestimmt euch helfen, glaube ich. So sieht das jedenfalls aus, dass ihr Hilfe wollt. Verdammte Und ich werde Hölle. Mich... Ist die Sonne heute gut? Kümmere mich auf jeden Fall um euch. Nur gerade nicht jetzt. So, hier geht's wieder raus. Ich würde ja Schnellreise machen, aber... Geht ja nicht, wenn ich irgendwo drinne bin. Und das Schöne ist halt... Also, für mich war es immer so, auch als Zuschauerin so... Bisschen netter, wenn jemand sich erstmal nur um einen Quest gekümmert hat, beziehungsweise, ja, so wie, was weiß ich, dann in der Nähe von Melsenschir, wenn die Quests ganz, ganz nah beieinander liegen und man eh beides auf einen Schlag machen kann, dann egal. Aber ansonsten von der Story her einfach einfacher nachzuvollziehen, wenn man sich erstmal nur ums eine kümmert und dann das andere. Sonst voll verwirrend. Und ich bin hier auch noch nie gewesen, ist ja klar. Und da kommen wieder Gegner. Jawohl. Komm hier bestimmt wieder aus dem Boden gleich gesprungen. Mhm. Ich freue mich schon auf die Spinnen. Wann kommen sie? Ich laufe mal querfeld ein. Soll ich auch? Ach, und noch mehr Leute, die was wollen. Ja, okay, hab's kapiert. Die Wüste haben wir irgendwie noch nicht so richtig durchforstet gehabt. Boah, ist die noch groß? Und ich habe immer gedacht... Wir hätten schon ganz viel gehabt, aber nein. Jetzt geht es hier auch noch voll so den Hügel hoch. Um die Kurve rum. Da hinten lang. Krass, okay. Und hier ist dann jemand, der auch Hilfe will. Und ein Sinkstein sogar noch. Okay, alles klar. Was hat der? Ach, der hat was für uns. Nee. Normalerweise würde ich euch raten, von diesem Sims zu springen. Aber ich benötige im Moment gerade Hilfe. Aber glaubt nicht, dass ihr etwas davon haben werdet. Ich bringe euch mit Sicherheit nichts bei. Was ist mit euch passiert? Diese verdammten Kobolde. Ein giftiger Speer in meinem Bein und jetzt eitert es. Es gibt Mittel dafür, ganz leicht zu besorgen, wenn man gehen kann. Naja, ich werde dir helfen. Wär's mit einem Heiltrank? Stinkendes Zeug. Sowas rühre ich nicht an. Der natürliche Heilungsverlauf ist das Allerbeste, wenn ihr mich fragt. Ja, dann heil dich doch selber. Ich werde sie besorgen. Ich wäre euch dankbar, aber erwartet dafür keine Weisheiten oder ein fein gearbeitetes Geschenk. Einsiedler leben ärmlich. Ich brauche Spinnensacksekret, Fenwrack aus der Schlucht da unten und Schrot aus einem Kochtopf der Jotun. Könnt ihr mir das beschaffen? Muss ich ja wohl. Mach ich dann. Ja, jetzt heul mal nicht rum. So formte der Baumeister an einem Morgen, wozu der Kreislauf Jahrhunderte braucht. Er bohrte Löcher in die roten Marschen und meißelte die Wirbelsäule in Alserund. Das Echo hallte durch die Schluchten von Menethyre. Er schuf die Höhle und ließ sie leer. Tja, wieder ein Ort, an dem wir noch nicht gewesen sind. Schön, dass wir das noch mitgenommen haben hier. Um ihn kümmern wir uns natürlich auch. Um die Bantro kümmere ich mich auch. Mache ich aber jetzt alles offline. Kann ich den von hier nicht schon erledigen? Hier den Trottel da hinten. Schade. Schade. Und da hinten sehe ich auch noch weitere Bantro. Und das wird noch heikel hier. Ja, Wüste halt, ne? Ja, hör auf zu jammern. Ich kümmere mich später, sag ich doch schon. Ja, Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und bis dann.